Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Schön, dass ich euch heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks begrüßen darf mit einem Replay und zwar vom FV-201A45. Den Panzer sieht man eher seltener, deswegen habe ich mir den heute mal wieder ausgeguckt auf der Karte Wadi. 5er, 6er, 7er Gefecht. Und ja, bei dem Panzer streiten sich so ein bisschen die Geister. Also so von den Zahlen, Daten, Fakten her ist er nicht so der Geiste. Aber das ist ja nicht immer so ausschlaggebend. Es gibt ja einfach Panzer, die liegen einem besser oder liegen einem schlechter. Und wenn hier das Erstere der Fall ist, dann umso schöner und ja, hoffentlich beglückt uns der, jetzt muss ich nochmal auf den Namen gucken, der Onkel Matti mit einem schönen Replay. Also ich bin zuversichtlich. Und der fährt auf jeden Fall gleich mal darüber, da wo richtig Party ist. Ich denke auch mal, dass der ELC da dementsprechend Spotting gerade bekommen hat. Also wenn der den Aufklärer nicht hat, dann weiß ich es auch nicht. Aus der Fahrt auf den T-34-85. Nee. An sich gut geschossen. Nur ein bisschen zu niedrig. So, Cromwell. Okay, bis jetzt haut er mal jeden Schuss schön weg. T-25 AT. Boah, ist da hinten viel, ey. So, der dicke Max, der ist aber spannend. Man sieht halt eine sehr schnell ladende Kanone mit einem eher zurückhaltenden Alpha-Damage. Ja. Aber den hat er schön weggemacht. So, der OI natürlich immer Richtung Helm. Ja, man weiß, man sieht schon, er weiß, was er macht. Definitiv. So, jetzt der T25 AT. Also es ist ja wirklich wie eine Schießbude. Begünstigt dadurch, dass der Gegner keine AT hat. Aber jetzt ist Problematik, der Gegner fängt Scappen an. Und sie haben unten wirklich so gefühlt keinen, der da verteidigt. Bei diesem Begegnungsgefecht. So, jetzt konnte aber mal den Tiger mal ordentlich lange da reinhauen. So, und der UI aus der Hüfte, aber leider nicht. So, aber nee, schon wieder nicht. So. So langsam, das ist ja so, es dauert ja sehr lange, bis man hier Richtung Cap kommt, aber auch bis der Cap durchgeführt wird, also von dem her, sein Team orientiert sich langsam dahin. Wir sehen hier auch nochmal Schaden 150, Durchschlag 171 und mit Premium 239, aber wie immer, wenn man Premium schießt, das geht ganz schnell, ganz schön stark ins Geld. Zehn HE-Granaten ist recht viel für meinen Geschmack. Und als Top-Tier, da geht es eigentlich ganz gut. Aber wenn der Low-Tier ist, da muss ich sagen, da ist halt immer so. Manche Panzer sind Top-Tier überragend und wenn sie dann Low-Tier sind, da hapert es dann ein bisschen. So, und jetzt kommt er hier auf den IS. Aber er kann halt wirklich hier rachial gut wirken. Jetzt bekommt er vom OI, den er die ganze Zeit beschossen hat. So, IS ist jetzt zerstört. Da drüben der T25 hat auch Besuch. Also von dem her kann sich er jetzt dem OI eigentlich da widmen. Ja, jetzt ist er weg, der IS. Kein leichter Schuss, aber jetzt hat ihn sein Team da erlöst von dem Gegner. So, und jetzt den T25 AT, den will er jetzt mal weg haben, denke ich mal. So, Nummer 1.
Nummer 2. Und Nummer 3, weg ist er. 12-7. Sehr eindeutig hier zugunsten seines Teams. Das läuft und man muss bisher sagen, das Spiel ist natürlich auch gerade für ihn gemacht. Läuft wirklich sehr, sehr gut, sehr rund. Und da sind nochmal zwei, die ordentlich HP haben. Die könnten es auch noch mal ein bisschen spannend machen, um ehrlich zu sein. So, der Tiger, der haut ab. Ah, der kommt so daher, okay. Da kommt er jetzt, kann er jetzt gut wirken. Der Tiger prallt sogar ab. Da ist noch ein zweiter. Also, die haben sich da jetzt hinten gut verschanzt. Weil der Tiger da keine schöne Position hat, muss man sagen. Spielt sie zumindest nicht gut aus. Bisschen anwinkeln könnte man schöner fahren, aber dann nimmt er halt den anderen Tiger. Okay, der ist jetzt weg. Jetzt nur noch der Tiger 1. Der Arme tut einem ja fast leid. Jetzt wird also auf ihn draufgerommelt. In der Wüste. Das ist natürlich sehr passend. So, jetzt kriegt er dann nochmal eine drauf. Zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Weil mit dem nächsten könnte er weg sein, wobei, naja. Ist schon ein sehr großes Könnte. So, jetzt hat er sich entschlossen, aber da oben, oder? Ich dachte mir, jetzt hat er sich gedacht, die Möglichkeit da oben zu hitten ist gar nicht so gut. Ich fahre jetzt mal langsam rüber. Aber wohl doch nicht. Jetzt geht's mal Richtung Gegner drauf. So, und jetzt Auto-Aim. Jetzt ist der Tiger, zeigt ja auch noch schön das Heck. Ja, ideal. Und jetzt der nächste Schuss macht ihn weg und er macht seinen vierten Kill. Hat die Runde 40 Schüsse gefeuert, 27 Durchschläge, 3587 Schaden gemacht und 1405 XP. Und es gab 79.000 Credits raus und das ist doch das Schöne. Meines Erachtens eine feine Runde mit einem Panzer, den man so selten sieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.